Grüezi, grüezi, liebe Zuschauer, jetzt kommen hier zu einem weiteren Panther Replay. Heute haben wir einen Replay von dem lieben Colonel 1965 aus dem Panther Clan, auch ein bekanntes Gesicht hier an der Stelle, mit seinem M4A3E8, dem Easy 8, einer meiner Lieblings-TSX Panzer. Hatten ja vor zwei Tagen gerade das Replay von dem lieben Fury von Cruxy und ja, ihr seht hier der Easy 8 T6 Medium der Amerikaner übrigens. Die Standardversion, sage ich jetzt mal, auf Kloster hier als Low-Tier-Leiter unterwegs und hat hier auch die, was ist das für eine Millimeter? 80, 60, 76 Millimeter mit den 120 Durchschlag und 115 Damage und mit APC kommt auf 177 Durchschlag. Ich bin ja persönlich ein Verfechter von der Howitzer-Waffe auf dem Panzer, einfach weil man genau gegen solche. Also, weil darf die Tierstufe das erlaubt, weil du einerseits gegen Tier 4 und Tier 5 hier kommst du übrigens nicht hoch, Köln. Weil einerseits gegen Tier 4 und Tier 5 spielen kannst, weil die Howitzer richtig stark ist, andererseits gegen Tier 6 auch noch recht viel reißen kannst. Und dann gegen Tier 7 und vor allem gegen Tier 8 hast du halt mit der Howitzer einfach die Möglichkeit, dauernd Damage zu machen, auch wenn die Gegner gepanzert sind. Aber wie gesagt, Colonel tut hier uns eines Besseren belehren, nämlich mit der 76mm. Er fährt hier auch schon von... Was machst denn du da? Will hier von außen ins Kloster reinfahren? Schafft es irgendwie nicht ganz und wartet hier aber auch schön. Mal schauen, ob er ihn trackt. Tatsächlich, er versucht ihn hier zu tracken. Und jetzt steht er. Genau, vorhin war es nicht mal ein richtiger Trackshot. Er hat hier ein bisschen ein Problem mit der Kamera. Und kriegt jetzt hier natürlich den 3400 schön von hinten ran. In. Wo ist denn der Schuss hin? Der ist in die Wand rein. Wow, das ist jetzt frech gewesen. Und kriegt jetzt ja auch gleich mal den ersten 7er raus vom Gegnerteam. Perfekt. Heavy Tank Number 6 ist irgendwie auch schon verreckt. Okay. Sieht übrigens auch eine recht nette Sichtweite, der der Colonel hier hat. Also wahrscheinlich wirklich eine brauchbare Crew. Macht ja auch gleich mal den KV auf. Aber der KV schießt auch zurück. Das hätte er eigentlich sehen müssen, wo der KV so auf ihn drauf geguckelt hat. Schießt sich auch zuerst noch die Wand weg, dass er hier freie Sichtweite hat. Das Easy 8 ist wirklich ein wunderschöner Panzer, finde ich. Er ist allgemein schön gebalanced und finde ich vor allem für Anfänger sicher eine gute Wahl, um auch so ein bisschen Mediums kennenzulernen. Und ist vor allem der Anfang von der schönen Medium-Reihe der Amerikaner, wo halt durch und durch Tier 6 bis Tier 10 wirklich schöne, nette Panzer sind. Ich muss hier ein bisschen leiser reden, merke ich gerade, weil ich bin ja viel zu viel, habe viel zu viel Elan und übersteuere so ein bisschen und so. Aber ja, kriege ich den KV immer noch ran, aber irgendwie auch nicht und der fällt jetzt auch schon wieder zurück. Ja, Heavy Roll ist übrigens gefallen an der Stelle, also oben die Zweierlinie. Dafür haben sie unten durchs Wasser durchgedrückt. Ich bin mittlerweile witzigerweise auch fast schon ein größerer Fan geworden, durchs Wasser zu pushen, also übers Wasser, als oben lang. Ich weiß nicht mal, warum. Entschuldigung, warum. Und ja, Colonel kann jetzt hier natürlich wunderschön auf die Gegner schießen, die hier runterfahren. Natürlich müsste er dann halt noch treffen an der Stelle, aber das hat irgendwie so ein bisschen seine Mühe. Gut, Gegner sind natürlich auch schnell. Fahren ja auch durch, hat ja auch gleich mal einen Schuss gebaut zum 3485 MT, aber so wie es aussieht, hat sich in der vollen Fahrt getroffen hat. Und kann er jetzt hier den 34. Nein, der 3485 M fährt hier recht intelligent, nämlich recht nah am Stein. Dafür kriegt jetzt hier einen FV ran, der einfach. Oh, schade, Mann, der Schuss ging voll daneben. Ja, ich kriege hier den wieder ran, also ist er schön am Snipen. Man muss aber auf die Minimap achten, weil hinter ihm kommt jetzt der 3485M, der wird hochfahren. Hat jetzt aber den FV getrackt und will ja natürlich unbedingt zuerst noch ein bisschen auf den 8er schießen. Jetzt hat er aber den 3485M, aber der fährt nicht durch die Auffahrt, sondern fährt hier links. Steht hier links im Fenster drin und kann so natürlich auch nicht auf den Colonel wirken. Colonel kann ja aber weiterhin auf den FV schießen, was sehr wichtig ist. Diese Schüsse sind nämlich wichtig. Weil der FV sich jetzt drehen muss, jetzt vom E25 hinten, kriegt hier nochmal einen Schuss. Oh, und sogar angefackelt! Er hat den FV gerade abgefackelt! Wow, okay, das war wichtig. Wenn es auch Glück war, aber das war wichtig, dass er ihn hier angefackelt hat. Jetzt hat er als nächstes den Cromwell erwischt, das ist auch nett. Emil ist noch voll und pusht jetzt gerade über die Base und so. Und Colonel versucht ihn hier. Trifft ja einfach nichts. Ja, hier an der Stelle ist natürlich gegen den FV, hat man jetzt gesehen, dass hier natürlich die kleine Waffe ein bisschen besser war an der Stelle. Ja, natürlich hat jedes seine Vor- und Nachteile. Ich habe auf meine Meinung, dass die Howitze, finde ich, netter. Aber 4485, oh lol, der KV steht immer noch da im Fenster, der hat sich noch keinen Millimeter. Ist der AFK? Nein, der ist nicht AFK, aber der ist einfach sonst irgendwie komisch. Steht voll im Fenster, das heißt genau, Colonel kann hier wunderschön seine DPM. Wow, der KV hat gerade einen blind
RNG Schuss gemacht beim Rückwärts. Das habe ich, also ich habe schon vieles erlebt. So diese Rückwärtsfahr, Klick, Treffschüsse habe ich auch schon erlebt. Aber Rückwärtsfahren, klicken, treffen auf ein Ziel, das nicht gespottet ist, sondern wo einfach nur auf gut Glück drauf geschaut hat, das war schon. Das war jetzt schon hart, ja. Jetzt kann ich natürlich auch wunderschön auf den seitlichen Emil schießen. Mit APC fliegen die Schüsse auch wirklich nicht schnell und hat den schon wieder getrackt hier. Hat ja aber auch schöne Schüsse hier. Hat ja wirklich auch schöne Track- und Abfackelschüsse. Und kann jetzt hier schön den Emil abfarmen. Aus sicherer Entfernung. Und ja gut, Emil muss eh nachladen. Wow, also hier wirklich wunderschön. Es trifft auch. Ah, Killschuss natürlich. Muss wieder versagen, weil RNG hier wieder mal kurz bis an der Schraube dreht. Hat ja aber auch den nächsten T8-Panzer rausgenommen. Also FV, Emil 1 gibt es hier beide auf sein Konto. Wirklich schön gemacht an der Stelle, auch wenn es in Anführungszeichen nur Sniping war, aber es ist einfach ein gutes Positioning, darf man an der Stelle anmerken. Er hat sich hier gut positioniert und der Gegner ist einfach doof vorgefallen. Der Gegner wusste, dass das Colonel hier in der Mitte steht und fährt dann trotzdem noch solche doofen Strecken. Muss man nicht mehr dazu sagen. Leider ist das Gegner-Team noch nicht so doof jetzt aktuell, nämlich... Oh Leute, jetzt ist ja wegen Tiger P aufgegangen. Okay, ja gut, Tiger P hat natürlich nicht allzu schlechte Sichtweite. Aber ja genau, jetzt ist es 10 zu 12. KV lebt noch. Lass dich hier nicht runterschießen. Er ist noch offen. Und er und die Arti und vom Gegner noch 5. Also hier an der Stelle mal schauen, ob er das noch drehen kann. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht. Jetzt ist sie offen. Es ist extrem knapp. KV kommt, ist noch von unten durchs Wasser. Ah, schade. Schade, schade, Schokolade. Jetzt hat sie tatsächlich die Hellcat noch geschafft, Colonel hier rauszuklicken. Von wo denn etwa eigentlich? Ah, ja, genau. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist sie hier links hochgefahren. KV hat sie natürlich nicht aufgemacht, weil der KV selber auch hinterm Haus steht. Und hat hier dann den Seitenschuss auf den Colonel hingekriegt. Ja, schade an der Stelle, aber trotzdem 3000 Damage rausgesniped, nicht unbedingt gesniped, aber rausgeschossen, auch hier wieder als Low-Tier. Ja, einfach durch gutes Positioning, indem er einfach oben stehen bleiben konnte. Ich würde sagen, wir switchen noch jetzt mal gleich rüber, was da hier. Haben wir einen Panzers, trotz, ja, schlussendlich haben das Team natürlich noch verloren, Wunder. Haben wir aber trotzdem einen Panzers, auch so eine Oskin-Medaille, also drei Gegner zerstört, die eine Stufe über die sind und noch ein Großkaliber. Also ein krass groß, ein Panzers beim Verlieren ist schon eine Ansage. 3000 Damage, 3 Kills, 800 Basics, Zeitstelle, KV, dritte Stelle, Klicke. Ja, ich glaube, sonst muss man nicht viel zu sagen, ne, zu dem Team. Es gab mal drei Panzer, die über 1000 Damage gemacht haben. Gut, wir reden hier noch von Tier 6, aber hat ja auch Tier 7 drin und Tier 8er, die gar nichts gemacht haben. Zwei 8er, die nichts gemacht haben, faszinierend. Den ich hier einen FV-Type und der Emil. Und hier 40 Schüsse abgeben von dem Colonel, 33 Schüsse hat er getroffen von 26 durch. Also eigentlich an sich eine, ja, doch eine recht nette, nicht dritte Rate. 3000 Damage davon, 1500 gesniped, ja, aber ne, war halt, konnte halt die schöne Seitschüsse anbringen. 5 Schüsse hat er erhalten, 4 davon durch, einer davon gebounced, 180 Damage geblockt, also hier nicht der Rede wert. Ein Gegner hat gespottet, 7 angeschossen, 3 zerstört, fast 500 gespottet, ja, viel gefahren ist er nicht, musste ja auch wirklich nicht. Ja, Credit Outcome, Blablub, XP. Ja, er hat übrigens Achievements hier nochmal an der Stelle. Es ist tapfere Gegner. Das ist, wenn man verliert, aber trotzdem so eine epische Medaille hier gewinnt oder erspielt, sage ich jetzt mal. Dann kriegt man halt als Bonus hier die XP zugerechnet, die man kriegen würde, wenn man gewinnen würde. Das wäre hier, also sagen wir es so, hätte er gewonnen, dann hätte er 1250 Base XP hier gehabt an der Stelle und nicht 800. Also ihr seht, so ein Win gibt dann doch nochmal einen richtigen Bonus oben drauf. Ja, das war's aber auch schon für dieses Replay. Ich danke für mal Köln für das Einsenden von dem Easy 8 mit der 76mm. Und ich danke für die Zuschauer und alle Zuschauer fürs Zuschauen. Ja, irgendwas so. Und ja, vergesst nicht, wir werden auch da rein, auch bis zum nächsten Mal. Heute bin ich doof, ne? Heute bin ich wirklich dämlich. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.